Servus Community, ja, weiter geht's mit The Last of Us Wow, Remastered. unglaublich. Ja, und wir sind jetzt dabei. Eine Kulisse. Die Leute haben davor Fotos gemacht. Ja, ich weiß, was das ist. Ja, wir sind dabei, hier aus der Hotellobby zu flüchten. Wie gesagt, nicht nur Freaks, also nicht nur Zombies sind ein Problem, sondern auch leider Gottes die Menschen. Und jetzt werden wir schauen, jetzt wo wir wieder zusammen sind mit Ellie und uns wieder gefunden haben, dass wir hier aus den Hotels kommen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Na gut, stimmt irgendetwas nicht, Ellie? Es ist nicht so, dass ich nicht auf dich hören wollte. Du warst echt lange weg und ich dachte, du steckst vielleicht in Schwierigkeiten. Es ist egal, was du glaubst. Du musst immer auf mich hören. Tu ich. Es ist nur schon gut, Joel. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir da drauf? Weil wir sind von hier gekommen, glaube ich. Da ist der Weg hinaus. Okay, da geht's drüber. Weil von hier kommen wir doch, oder? Oder nee, da waren wir noch gar nicht. Weil da haben wir nichts aufgemacht, aber da kommen wir ja auch nicht drauf. Und Leiter, gibt es hier irgendwo eine Leiter, die wir vielleicht irgendwie verwenden könnten? Im PC wird es keine Leiter geben. Glaube ich kaum. Na, der Weg dorthin war eigentlich relativ schwierig. Und ja. Hier müssen wir raus, hat er gesagt. Okay, das sehe ich ein. Wenn hier irgendwo eine Leiter wäre. Oder was zu schieben oder irgendwie in diese Richtung. Vielleicht da oben auf der Bühne, das. Vielleicht habe ich damit eine Chance. Okay. Hey, hilf mir doch mal. Ganz sicher, dass du mir das zutraust? Ellie. Eieiei, Ellie, Ellie. Ach ja. Fester. Bisschen laut. Also. Ja, kommt sie da auch rauf oder eher nicht, ne? Oh ja, sie kommt darauf. Gut. Sehr gut. Schauen wir mal, ob es dahinter was gibt, was wir brauchen können. Nöp. Das schaut gut aus. Hoffentlich. Ja. Mist. Komm her, geh in Deckung. Also gut. Ich springe da runter und mach den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du. Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten. Luftgewehr. Na, ist es das gleiche Prinzip. Nimm es hoch. Also gut. Du lehnst dich richtig gegen den Schaft, denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen,
Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Puh. Okay. Das wird interessant. Und was die Sache von vorhin angeht, es war wirklich er oder ich. Gern geschehen. Hätte besser wissen sollen. Wenn man was klaut, sollte man sicher gehen, dass man entkommt, oder? Ich hätte... Sie sind tot! Sie sind alle tot! Wovon redet der überhaupt? Beruhige dich. Wer ist tot? Die ganze Crew. Alle 76. Ein scheiß Eindringling hat sie getötet. Alle! Mist. Weiß es der Boss? Ja. Er will, dass wir alles sichern. Geh zum Tor. Okay, verstanden. Sucht alles ab. Lasst niemanden durch. Mist, Kacke! Er ist tot. Ja, mach weiter so. Ja. Boah, es hat mich jetzt geschreckt. Ich hab jetzt irgendwie geschaut, wo der ist, ja. Das war wieder ein schlechter Zeitpunkt zum Craften. Der geht mal schwer am Arsch da mit seinen Scheiß, muss ich gerade sagen. Das kostet. Ja, geh Scheiß. Schon wieder. Das war nicht zu. Macht das aber gut. So, und jetzt brennst du. Däum. Er ist da drüben! Ja, ich habe zu wenig Energie gehabt. Das war nicht schlecht mit dieser Splittergranate am Anfang. Das war echt eine gute Sache. Aber... Danach war es ein bisschen schwach. So, aber zumindest ist es so gespeichert, dass der Burner, der was... Ja, haben die nichts. Es ist natürlich schön. Da drüben steht. Okay. Das Ganze noch einmal mit. Weiß ich zumindest, die wissen eigentlich dann nicht mehr, die sind sehr vergesslich, dass ich hier bin. Das heißt, ich kann den einen da hinten vielleicht sogar Stealthy machen. Der steht da, ne? Da vorne stehen welche, aber da hinten ist ja auch einer. Genau. Vielleicht sieht mich der nicht, wenn der davor geht. Dann kann ich den. Genau. Das wird der eine. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie viele da wirklich sind.
Und ich kann derzeit auch nichts craften. Und munitechnisch, ja. Da haben wir Heilung. Heilung kann man nicht machen. Aber zumindest können wir eine Nagelbombe machen. Und ich glaube, jetzt könnte man Heilung auch machen. Nee. Aber wir sind munitechnisch echt ziemlich am Arsch. Na klar. Alter Schwede. War nicht schlecht, wenn wir mehr Energie hätten. Grundsätzlich war das jetzt gar nicht so übel, was wir da gemacht haben. Das Problem ist, ich kann leider keine Heilung machen. Und ich bin mir nicht sicher, woher die genau kommen. Was die Sache nicht unbedingt leichter macht. Ja, hoffentlich nicht dort, wo du steckst. Firefly Notiz, ja, dort. Das war jetzt echt Glück. Wenn es der diesen Molotow raufhaut, da wären wir sowas von in den Arsch. Ich weiß nur nicht, ja, wo die sind. Das ist das Hauptproblem, was ich derzeit habe. Die Elle macht den Job super. Gibt's keine Frage. Ich habe keine Ahnung, wo das sind. Das ist so scheiße. Hier ist einmal keiner. Das heißt, der, was miese Drecksau gesagt hat, der muss zwangsläufig irgendwo da sein. Ich weiß nur nicht wo. Und ich weiß, wenn ich da jetzt rausgehe, das ist echt kacke. Wenn er ein bisschen Heilung hätte, wäre es etwas besser. Aber ich habe gar keine Heilung. Weil wenn ich das, den raufschieße, ist das super, ja, dann, ich meine super.
Es ist nie schön, wenn man einem verkokelt oder tötet. Das sollte nie die richtige, aber ja. Ich weiß nicht, wo der ist. Es muss noch einer da sein. Ich weiß aber nicht wo. Oh, okay. Gut, da können wir zumindest einen Schuss einmal aushalten. Ahnung, wo da noch mehr sein könnte. Hier oben vielleicht? Das kann sein. Dass der oben runterschießt, das wäre möglich. Das Einzige, was man noch vorstellen kann. Weil da unten bin ich jetzt überall gewesen. Da drin ist auch niemand. Da gibt es nur mächtig viel Zeug. Aber es ist hier keiner. Gut. Ist da noch was? Nee. Leute, aber ich sehe keinen. Ich finde keinen Gegner mehr. Das ist wirklich nicht prickelnd. Es muss aber noch irgendwo einer sein. Oben ist er nicht. Er schießt. Es schießt doch keiner auf uns, was ich absolut nicht verstehe. Der da hinten. Los! Verdammte! Oh Scheiße! Töte mich nicht, Mann! Bitte, bitte, lass mich gehen! Komm schon, Mann! Okay. Okay, ihr könnt kommen! Ihr? Sind nur die Ähnlich? Wie war ich? Wie wär's mit etwas in deiner Größe? Ist nur für den Notfall.
Okay. So, die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Okay, du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. Ich weiß nicht, das ist halt immer so schwierig. Man sie ihn am Leben lässt. Ich weiß. Die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Gute Idee. Kann man das irgendwie wegschieben da? Hilf mir mal damit. Hier. Ich habe es. So, ich habe das jetzt absichtlich. Ich habe das zwar nur weggeschoben wegen, dann hast du nichts verfolgt, aber wir brauchen das scheinbar eh. Und eine Werkbank. So. Na, da kann man nichts machen. Da könnte man Nachladetempo. Schussfolge. Magazin. Das Gewehr verwendet man eigentlich auch. Nachladetempo. Zielfernrohr wäre gut. Panzerbrechen geht leider derzeit nicht. Das können wir auch nicht machen da. Die verwendet man nicht so oft. Sehr gut, das Zielfernrohr. Scheiße, runter. Na pack. Ja, die Menschen sind Schweine. Kann man sagen, was man will. Wird das Beste sein. Aber wie unser Weg weiter verläuft bis zur Brücke, das sehen wir erst in der nächsten Folge von The Last of Us. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Taurus, aka Erwin. Ciao, ciao.